Hey, Schorschleute, willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Rot. Und ich habe jetzt eine Nachricht durchbekommen. Das, der gute Blubstrahl, ne? Killer Queen kann das tatsächlich lernen. Unsere Queen. Und da Blubstrahl halt was etwas Stärkeres als Aquaknarre ist. Und Aquaknarre ist shit. Wobei, wir könnten auch eine von den Sachen vergessen, davon mal abgesehen. Weil wo zur Hölle brauchen wir noch Tackle? To be brutally honest. Lieber zwei Wasserattacken zum Preis von einem. Dann ist Aquaquarre noch nicht ganz wasted. Noch nicht ganz, nur ein bisschen. Aber von daher. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Wow, das lässt tief blicken. Egal mit Team Rocket. Ja, was sie wieder verbrochen haben. Ja, einen Schaufler gestohlen. Ein TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Deswegen stehen sie auch immer noch in deinem Garten, right? Ey, da hat also nichts zu suchen. Ey, Tour? Entschuldiger Passant, was? Glaubst du mir denn einfach nicht? Bist du Stress oder was? Ja, wisst ihr, super Polizei. Der Verbrecher ist noch im Garten. Im fucking Garten. Aber ja, das ist ja nicht so wichtig, ne? Die Queen kann alles. Ihr unterschätzt die Queen. Und sein Fußvolk, die hier, der Gobble, ne? Da muss man wissen, wo sein Platz ist. Oh yeah, Kachupi. You do shit. Traumato. Okay, mit Traumato. Ach, ich glaube, Zoe kann das. Ich glaube an Zoe. Ja, oh, keine Wirkung. Schon mal versucht, einen Stein einzuschläfern? Does not work. Püffe. Kachupi war nicht der Spitzname von Pokémon Stadium. Endlich erkennt das jemand. Endlich. Nice. Ja, gut, ich gebe auf, verschwinde. Okay, ich gebe Stunde TM zurück. Boah, geil, Schnaufler. Ja, aber pass auf, tschüss. Und der Yoga teleportet sich einfach. Okay, wer von euch Schniedel kann Schaufler? Sui. Oh ja, warum nicht? Sui kann Schaufler, ja Mensch. Er kann buddeln. Ja Mensch. Genau, hier können wir noch nicht lang. Ist ja nicht so schlimm. Komm, wir halten andermal wieder. Noch nicht jetzt. Komm, wir halten andermal zurück. Komm, wir halten andermal oder auch nicht. Ihr wechselt die Musik nochmal. Ist okay. Macht ja nix. Schon wieder ein fetter Vogel. Komm, Kachupi. Natürlich. Kachupi, also. Okay, danke. Dankeschön. Trank. Kein Bock, jetzt nochmal zurückzurennen. Meine Güte, ich weiß eigentlich ganz genau, dass es hier irgendwo auch Mankey gibt. Und eigentlich mag ich Mankey. You know? Eigentlich mag ich Mankey. Auch wenn's... Ihr wisst schon, was ist. You know? You know? Aber ich weiß, dass es hier irgendwo Mankey gab. Irgendwo hier. Du schon wieder. Ach du Scheiße, Level 16. Okay. Bird Person. Ich überlasse das dir. Du schaffst das. I believe in you. Mankey ist Route 5 bis 8. Das ist doch... geografische Techniken. Echt? Mankey gab schon, wo ich unsere Queen her hatte? Shit!
Moment, wo sind wir überhaupt? Ich hätte vielleicht die Karte mitnehmen sollen. Du Vogel, du gehst mir langsam echt auf den Keks. Dad. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte gern Monkey. Manky. Nicht Monkey. Das habe ich nicht gesagt. Ich hätte gern fucking Manky. Monkey. Mö. Und dann nenne ich's Ruffy. Und keiner wird mich daran aufhalten. Yeah, Manky auf Route 3 in Rot. Jedoch erst 5 bis 8. Jetzt ist die Frage, ist hier 5 bis 8 oder kommt es noch? Ey! Wie lange Person soll seine Pokémon großziehen? Welche soll ich erreiben? Hier, hab Bug Bumble. Du siehst sogar ein bisschen aus wie Rüdiger. Ich denke, du kannst damit Spaß haben. Ich kümmere mich eine Weile um Bug Bumble. Ja, du dürftest da definitiv deinen Spaß dran haben. Nach dem Tunnelfahrt, ja, bestimmt. Ja, ich hoffe doch. Jetzt ist die Frage, wo ist Route 5 und Route 5 bis 8? Hallo, meine Dame. Junge Leute haben ein Ding auf dem Tunnelfahrt verloren. Aha, ich soll also... Fuck you. Hier irgendwas Interessantes? Außer Unkraut? Nein, ich will wirklich mich nicht mit Unkraut anlegen. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Noch so ein fetter Vogel! Ich verliere die Geduld! Hier sollte es Mankeys geben. Haha. Just as planned. Allerdings ist Kaputti gleich bald Katschuppi. Katschuppi gleich Kaputti. Oh, ich hätte gern. Ich meine, Dick da ist auch sehr praktisch. Seien wir mal ehrlich. Dick da ist auch praktisch. Oh, da bist du ja. Da bist du ja, du Fuck. I will get you. Flashbang! Komm, einen hältst du noch aus. Yes! Fuck! Pokéball! Der macht ein bisschen mehr als 4 Schaden. Yes! Yes! Boah, wir haben hier einen neuen Eintrag im Pokédex angelegt. Schwirraffe! Reizbares Sombrevius Pokémon, dessen Gemütszustand binnen Sekunden wechselt. Nennen wir es wirklich Ruffy? Technisch gesehen ist das ein zu cooler Name für so eine Kreatur. Aber ich meine, wie nennt man sowas sonst? Wie nennt man so eine Kreatur sonst? Wie nennt man sowas sonst? Ruffy die Manky. Manky die Ruffy wird, glaube ich, nicht passen. Luffy. Ja, genau, wir nennen es einfach Luffy. Wie die Dings immer, wie die Japaner mal sagen. Ja, passt. Ja, Luffy. Wir nennen es einfach Luffy. Du da! Aber fehlen ja draußen nicht viele Käfer. Nee, der Wald ist woanders, Dude. Ein Käfersammler möchte sich prügeln. Er hat sogar ein Horn. Warum hast du ein Level 16 Horn, Liu? Was hast du für Sorgen? Das Ding könnte schon seit 6 Leveln Bibor sein. Alter! Why? Warum hast du ein Level 16 Horn, Liu? Was in deinem richtigen Hirn macht ein Level 16?
Warum hast du ein Level 16 Raupi? This is beyond me. Moment, das heißt also, Mankey lernt absolut nichts Wertvolles. Well, fuck my life sideways. Das ist ja mal wieder ganz toll. Alter, der Typchen, ne? Der Typ. Der hat 2 Level 16 Hornio, 1 Level 16 Raupi. Warum würdest du überhaupt? Warum? Warum? Immerhin macht Zui hier Arbeit. Ich weiß nicht wieso, aber Zui wird, glaube ich, Major Bob wirklich wegrocken. Das ist so eine Vermutung von mir. Der wird die einfach nur wegbolzen. So, Katschupi. Würde ich ja am liebsten rausnehmen gerade. Jetzt mit Luffy, das ist jetzt so eine Sache. Mein, der Angriff ist für das Level schon gar nicht mal schlecht. Aber... Jetzt bin ich auf einmal skeptisch. Komm, wir packen mal die Queen an die Front, solange wir hier nicht, Oh, aber das ist Privatsache! Oh, hier, hug me! Queen! Oh mein Gott. Er klingt auch so wie so ein Horrorfilm. Killer Queen. Bam. Es ist ein Pikachu. Süß. Was willst du gegen einen Kaiju ausrichten, du Kreatur? Was richtest du gegen einen Kaiju an? Kaiju Queen. Ich hasse es zu verlieren. Will dein Freund auch noch aufs Maul? Hör auf und an, ich so belausch. Okay, werde ich machen. Alles okay. Ich werde euch nie wieder ansprechen, versprochen. Alter, der hat einen Shiggy. Killer Queen. Kaiju Queen. Wie kannst du es wagen? Deine Route zu schlagen vor der Königin. Kaswam! Lachhaft. Die Queen verlangt Respekt. Du wertlose Schildkröte. Ei, Karamba. Ich kann einfach nie in dieser... Fuck, Mann. Ja, ich glaube, die Queen... Ich sag das nur ungern, aber ich glaube, die Queen ist broken. Hab ich noch nie gesehen. Bist du gut? Oh, Dreher! Brr, brr, brr. Look at my net that I just found. Wow, cool. Der Kerl kann sogar denken. Okay, das könnte wiederum ein Problem werden jetzt. Ja, doch, das könnte wehtun. Wobei, dafür ist es sehr effektiv. Es macht nicht so viel Schaden. Mal gucken. Ich guck mal, ob Zui das rocken kann. Stachelspore, keine Wirkung. Giftpuder, keine Wirkung. Hier, Happenstein. Oh shit, ich sehe gerade, wir haben leichte Frame-Probleme. Deswegen stand auch auf einmal bei mir im Chat, Twitch-Chat, Fabian. Killer Queen ist 21. Ist jetzt wieder alles live soweit? Ja, offenbar war gerade kurzer Disconnect. So ein kurzer, nicht so saftiger Disconnect. Okay, gut. Alles tutti. Dann war das nur ein kurzer Disco. Weil er mich gewundert, auf einmal stand in meinem Chat so, willkommen im Chat. Und ich so, hey.
Eine Fahrtfresserin. Ein Taubsi. Respekt vor der Queen. Alter. Und Initiative sinkt auch noch. Komm, Kachupi wird ja wohl... Ich muss es, glaube ich, trotzdem heilen. Ah ja, die Frage ist, lohnt sich Menki dann tatsächlich? Ich mag Menki und Rasab, das ist das Blöde an der Sache. Ich mag die Pokémon von ihrem Style her. So blöd das an sich aus meinem Mund auch klingt. Ich hoffe jetzt einfach mal... Natürlich machst du Ruckzuckieb. Du Kackbuhn. Eieiei. Sui, komm. Tackle. Ja, das hättest du gern, ne? Kapirm. Noch ein Taubsi. Get that shit out of my face. Jetzt trifft er es recht nichts mehr. Jetzt okay. Beweis mir das Gegenteil. Beweis mir gerne das Gegenteil. Ah, nee, nee, ganz geklappt. Oh, ich bin schlecht. So, du jetzt auch noch, komm. Oh, jemand kämpfen sprechen. Ich will mal gucken hier. Ba-ba-da-ba. Doku-Sentai. Oh, fucking Habitat mit diesem Schlafzimmerblick, ey. Also muss ich nur verschlucken. Ich hab keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl. Oh fuck, ist radikal. Sui, das vertraue ich dir an. Der Hyperzahn, das dürfte. Ja, das ist ja. Das ist kein Problem für Sui. Das Ding beißt auf einen Stein. Ich müsste Schaden nehmen davon. Oh yeah. 21. Sag mal dir. Oh, 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 Sui. Oh, Sui. Ist das nicht ein bisschen früh für sowas? Aber okay. Wenn du das sagst. Wenn du meinst, du bist bereit, okay. Okay, wenn du meinst, du bist bereit dafür, ich vertraue dir, mein Freund. Ay, caramba. Ich meine, wir haben jetzt Killer Queen und wir haben Sui, das Finale kann. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist... Killer Queen already touched that. Boom! Ey, mein Profi, Alter. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja. Klar, sympathisch. Nimm hier und geh mit angeln, mein junger Freund. Geil. Aber meine Leidenschaft. So, ich sehe nur Flüsse, landen großen Fang. Mein, bringt das wirklich was? Oder kriege ich jetzt nur Carpador Stamon? Oder etwas angeschissen. It's Carpador. It's Carpador. Eigentlich möchte ich dich nur... es gibt nicht mal einen Grund, warum ich dich holen möchte. Wie kann ich Anton holen jetzt? Oh, Platscher! We got ourselves a Carpador. Boah, Fisch. Vorfall dieses Pokémon waren sehr viel stärker als ihr heutigen Nachkommen. Don Kappa.
It's a joke no one understands. Okay, braucht definitiv. Anton geht nur mit Supergirl? Oh Mann, aber ich will Anton. Beziehungsweise ich brauche nicht mal Anton, weil ich die Queen habe, aber trotzdem. Hallo, kann ich behilflich sein? Oh shit, es gibt jetzt sogar schon Supertränke. Und ein paar Pokebälle bräuchte ich wieder. Wobei, wir haben jetzt so viel Geld, wir können eigentlich ein bisschen mehr. Wir können eigentlich ein bisschen mehr. So. Perfekt. Ja, Dictry weiß ich. Aber Dictry ist auch scheiße schwer zu fangen. To be honest. Pokémon Fanclub, alle Pokémon Fans sind willkommen. Ja, und ihr holt dich deiner Statue. Aber von dem Pokémon Fanclub haben wir oder Pokémon gefangen. Ja, Kleidung, wenn du Pokémon gehst. Hallo? Wer gekommen, um über meine Pokémon zu hören? Seh mir, liebe Galoppa ist süß und klug. Nur wegen, hör mir zu, aber ich sehe freundlich und ich liebe es. Weil schnell war kuschelig, spektakulär herreißend. Ups, wie die Zeit vergeht, ich halte dich auf. Dann lass mir nur das, nimm das hier ein Geschenk von mir. Geil, krieg ein Fahrrad. Oh, Junge, hier kann ich auf meinen Nibitak fliegen. Oh, kein Fahrrad. Oh, du fährst gerne Rad. Okay. Ich könnte mein... Komm, ich will ein Fahrrad. I want that Fahrrad. Also gehen wir uns jetzt ein Fahrrad hoch. Wir gehen uns jetzt ein Fahrrad mobben. Come on. Let's do it. Ba-ba-da. Ba-da-da-na-na-na-na-na. Ba-na-na-na-na-na-na. Ba-ba-dam-bam-bam. 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 Ich hol mir jetzt ein Fahrrad. Ein Bam-bam-bam. Ein Fahrrad. Ba-ba-da-bi-dam-bam-bum. Okay. Irgendwo hier, ne? Ich frage mich, wie es Buck Bumble geht. Wahrscheinlich hat Rüdiger voll den Spaß damit. Konnte ich hier nicht irgendwo... Nee, konnte ich nicht. Shit. Hier konnte ich. Dann bickety Buck Bumble. So, hier... Buck... Okay, es ist auch da, boah. Buck Bumble. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, gehört dir. Hier, hab ein Fahrrad. Geil. Instant-Fahrrad. Na, bist du geruchsfrei nach Hause gekommen? Ich hab's schon rausgerufen, also... Dann ist es jetzt mittlerweile wieder verflogen, also... Ja. Ich sag dir vorhin, ne? Es stank nach Leichen da draußen. Gründe. Gründe. Welcher Vollidiot tauscht bitte ein Stück Papier gegen ein Fahrrad ein? Ein kleines Stückchen Papier. Das ist Papier. Papierschein. Kann ich das hier verwenden? Oh shit, ich kann hier sogar das Fahrrad benutzen. Oh, die Zeit, wo das Fahrrad noch nicht so übertrieben war. So. Gottes Willen, das waren schöne Zeiten. That's a bird. That's our queen. Aber ja, das interessiert uns jetzt nicht. Geh weiter. So, ich will mir aber nochmal umgucken, was es da jetzt im nächsten Gebiet gibt. Ich weiß, dass wir uns einen Dick da oder sogar einen Dick Dreh holen können. Allerdings weiß ich auch, dass die Fangrate für Dick da abnormal ist. Für Dick Dreh, glaube ich. Das war abnormal. Happy Tag. Papri-Tag. Guess who's dead? Okay, müssen wir mal gucken. Den können wir hier mal in die Front schicken. Ich glaube, Katschupi braucht noch mal ein bisschen was. Bird Person kann mich langsam sowieso mal. Ich habe sämtliche Hoffnung in Bird Person verloren.
Könnte auch daran liegen, dass die Queen mittlerweile sämtliche Hoffnung an sich reißt. Sir? Yes? Doch. Aha. Es ist immer interessant. Sie sagte mal, kriegt man nicht ab. Kaum stelle ich mich da dran und schrumpf mal richtig und es ist ab. Ja, siehste. Ah, los mit mir zu kämpfen? Okay. Oh shit, das ist der Gangster-Teenager. Bin. Wow, okay. Das ist ein brutales Rettern. Das könnte ein Problem werden. Wenn er mir jetzt auch noch flashbangt, sowieso. Stimmt, Traumato kann ich mir hier krallen. Flashbang! Aber bringt's Traumato hier? Also, beziehungsweise Hypno. Fuck. A Bird Person kannst du echt. Nee. Who needs a Bird Person? Da habe ich selbst in Goblin mehr Hoffnung mittlerweile. Ganz ehrlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt hier in meinem Durchlauf hier mehr Retterns und mehr Wickel gibt. Nur mal so nebenbei. Aber was in dieser Ecke da rumlungert. Wobei, so lange ist die Folge, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mir echt mal wieder irgendwie einen Timer zulegen oder sowas. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Oh, die Zeit, wo man sich die ganzen Items immer noch aus dem Beutel suchen musste. Oh Mann. Irgendwo ist hier ein Traumato. Ein Kinderschänder. Ah, ne, okay, hab ich nichts gesagt. Ich werde das sowieso mal sehen, ob das tatsächlich da. Ein Spieler. Oh, a true gamer. He's a true gamer. Los, Katschuppi, kill. Gutes Katschuppi. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und Bird Person zuerst. Hä? Ne, ich hab schon gegessen heute. Du kannst es gern haben, wenn du möchtest. Oh, Seeper. Wo kriegt man denn Rot-Seeper? Wenn ja, wo? Ich meine, es ist nicht so, dass ich einen Wassertypen bräuchte. Ich meine, ich habe die Queen. Und die Queen ist broken AF. Oh, dein Glück hat mich verlassen. Oh, shit. Du hast den Run durch RNG verloren. Ich höre Stab-Geräusche im anderen Raum. Ich glaube, ich bin Zeuge eines Mords. Oder sie macht sich einfach nur Essen. Eins von beiden. Oh boy! Seeschauminsel. Oh, stimmt, Seeschauminseln. Oh, da gibt's auch Jurob. Jurob ist auch toll. Generell, es gibt irgendwie in der ersten Gen für mich persönlich so viele tolle Wasser-Pokémon, dass ich mich nicht entscheiden könnte, welches ich haben wollen würde. Aber da wir die Queen haben, ist das Problem nicht vorhanden. Au. Das macht eine Flashbang mit dir. And this is Quack. Okay, Nidorino, da möchte ich dann doch. Das überlassen wir mal Zui. Mach! Gott, das sieht einfach aus wie ein aggressiver Hase. You are weak. Stimmt, Nidoqueen kann auch noch Surfer. Alter, Nidoqueen kann alles. Die Queen kann alles und noch viel mehr. Sie ist die Queen, sie kann alles. She knew the way. Sie kennt den Weg, sie kann alles. Es ist alles Teil des Plans.
Ich lass Katschupi mal so. Wobei, wir müssen Sonne. Katschupi muss schon noch ein bisschen an der Front bleiben. Katschupi muss ja mithalten. Auch wenn ich nicht weiß, wann ich Katschupi entwickeln soll. Zu Reitschupi. Reitschupi? Klingt ja noch bescheuerter. Knofenser. Oh, erinnert ihr euch noch an den Anime, wo Knofenser Broken AF war? Das waren Zeiten. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Das Ding ist Level 18. Jesus. Okay, Gobble schafft das. This does not work. You have no power here. Das wird immer noch nicht funktionieren. Du hast immer noch keine Power hier. Das wird auch nicht funktionieren. Du hast keine Power hier. Du Fool. Du Stuhl. Gäh. Oh yeah. Mürrepla. Mürre. Mürreple. Ja, komm. Bird Person. Deine letzte Chance auf Redemption. Nicht schlecht. Brrr. Vergifteter Vogel. Brrr, brrr. I have no idea what this is. Irgendwas schadet mir. Bird Person. Okay, yeah. Und Bird Person kann jetzt Furienschlag, eine Attacke, die ich nie verwenden will, weil sie einfach viel zu lange dauert. Aber gut. Na gut, Gegengift haben wir ja noch. Aber das und noch mehr ziehen wir uns dann in der nächsten Folge rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.